Hallo zusammen, der Mai ist vorüber, der Baum steht noch. Wir feiern dieses Jahr am 27. Juni, heute, das 20. Gauklerfest, also ein Jubiläum. Konnte Nella kurzfristig nicht mehr da sein, weil sie zum EM-Finale nach Wien gefahren ist. Deshalb wurde ich aus Norddeutschland engagiert, um mal kurzfristig ein Interview zu machen. Und da haben wir auch gleich hier einige unserer Stammgäste. Und kurze Frage, was erwartet ihr dieses Jahr vom 20. Jubiläum? 20. Jubiläum erwarte ich eigentlich nur, dass es noch besser ist. Nein, das war nur ein Scherz. Okay, das stimmt nicht. Hallo, ich bin Christina von Germany's Next Topmodel und ich befinde mich hier im Backstage-Bereich des Attendonner Gauklerfestes. Und das Tollste an diesem Fest ist, es ist das 20. Gauklerfest in Attendorn. Für mich ist es das erste Mal, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich war noch nie in Attendorn, ich war noch nie auf dem Gauklerfest. Ich habe aber gehört, es soll richtig, richtig gut sein und was wir hier sehen, das ist Medicamento und die machen gleich so richtig, richtig geile Stimmung und die Stimmung können wir hier schon mal ein bisschen auffangen und ja, ich habe so ein bisschen halt von der Heidi gelernt, wie man vor der Kamera agiert und wie man ein paar Interviews führt und das möchte ich jetzt auch ein bisschen üben und werde mal fragen, wer vielleicht hier noch ein bisschen mit mir quatschen möchte, okay, gut. Hallo Thomas. Hallo. Das ist ja mittlerweile, glaube ich, euer dritter Auftritt hier in Attendorn. Ja, ja. Ich finde es super, dass ihr trotzdem, also was heißt trotzdem, nochmal gekommen seid. Hört sich an, obwohl die ersten beiden Male so scheiße waren. Nein, es war toll, oder? Ja, ich denke auch. Also für uns war es in jedem Fall toll und wenn wir nochmal wiederkommen dürfen, denke ich auch, dass es den Leuten gut gefallen ist. Super, genau aus dem Grund haben wir euch hier, weil ihr richtig geile Stimmung machen könnt, weil die Leute total abgehen. Seid ihr das denn gewohnt, in so kleinen Städten aufzutreten oder macht ihr mehr größere Sachen? Ja, wir machen natürlich viel größere Sachen, auch größere Festivals und in so kleinen Städten, dann ist man das nicht immer gewohnt. Attendorn ist schon besonders, muss man sagen. Attendorn ist schon was Besonderes, habt ihr das gehört? Das finden wir auch. Und Medikamento ist auch was Besonderes und deswegen freuen wir uns gleich so richtig auf euch. Wir hoffen, es klappt alles, aber ihr seid ja ein eingespieltes Team. Super viele verschiedene Nationalitäten, glaube ich. Thank you.
Wow! Ihr seid ja wirklich ein wunderschönes Publikum.